Der EHV Schönheide 09 hat am 2. Märzwochenende die erwarteten zwei Pflichtsiege gegen den Kooperationspartner ETC Grimmitschau U22 eingefahren. Beim ersten Aufeinandertreffen am Samstag vor über 400 Zuschauern im Schönheider Wolfsbau zeigten die Wölfe beim 7:5 Heimerfolg jedoch eine enttäuschende Vorstellung und liefen nach dem ersten Drittel sogar einem 1:3 Rückstand hinterher. Erst dank des Viererpacks von EHV-Stürmer Peter Kuklar kamen sie noch mit einem blauen Auge davon. Am Tag darauf im Grimmitschauer Sahnpark zeigten die Wölfe dann zumindest ein gutes erstes Drittel, um am Ende einen ungefährdeten 7:3-Sieg gegen den ETC zu verbuchen.